Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem weiteren Replay, das mir eingesendet worden ist im Rahmen meines 400 Subscriber Specials. In dieser Runde gucken wir uns ein Replay an, das mir von Rekta eingeschickt worden ist. Er hat gesagt, er ist hier gegen eine Cheese-Armee, also eine etwas fiese Armee, angetreten, hat allerdings auch selber einen anderen Cheese mitgebracht und irgendwie hat es wohl gut für ihn geklappt. Also schauen wir mal rein. Wir sehen gleich, was der Cheese ist. Rekta hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Manticores mitgebracht. 2 Aspiring Champions, vermutlich auch auf Manticores. Und einmal Arcane und die Everchosen und eine Armee, ein Regiment Hunde. Ja, wie sieht's aus? Hier, genau, alles auf Manticores, was ja irgendwie schon nett aussieht. Das gebe ich zu. Ja, sieht nett aus, vor allem wenn der Manticore, wie hier, einen anguckt, wenn man ihn mit der Kamera verfolgt. Sein Gegner hat mitgebracht eine ähnlich cheesige Armee, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Einheiten Mounted Yeoman Arches, ein paar normale Mounted Yeoman, das seine Pferd frisst gerade ein bisschen, das ist gut, das wird wahrscheinlich seine Henkersmahlzeit sein. Und Gralsritter, Bogenschützen und ein paar Speerträger, Trebuchet, Paladin und ein Longot auf liegendem Greifen. So, wer wird hier wohl gewinnen? Was wird passieren? Eins ist klar, mal sehen, gucken wir, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit 90 gegen Geschwindigkeit 85. Ich glaube, das sind 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich denke, er hat genug fliegende Einheiten da, um jede der Mounted Yeoman Archers zu beschäftigen. Das heißt, seinem Micromanagement-Aufwand wird es sein, die hier, alle diese Einheiten mit einem Manticore zu belegen. Dann sind die weg. Und was muss der Bretonenspieler machen? Er muss mit seinen Mounted Yeoman Archers weglaufen, damit er nicht sofort gefressen wird. Was auch eine ungünstige Situation ist, eigentlich kann Rektor hier seinen Lord ohne große Probleme niedermachen, indem er ein paar von seinen Manticores auf sie schickt. Und wir sehen gleich, der Kampf beginnt wie zu erwarten. Hier wird eine Einheit nach der anderen im Reihum von den Manticores angegriffen. Und irgendwie hat der Bretonenspieler nicht aufgepasst und gar nichts gemacht und sich einfach angreifen lassen. Er hätte die Jungs einfach nur wegziehen können und dann die Manticores die ganze Zeit beschießen, weil viel Panzerung haben die nicht, die hätten viel Schaden gemacht. Stattdessen hat er sich einfach angreifen lassen. Das war ganz schön doof vom Bretonenspieler. Also echt, warum nimmt er so viele Fernkampfbogenschützen mit, wenn er sie nachher nicht micromanagt? Hier wird der Lord niedergemacht, wie es auch zu erwarten gewesen ist. Und auf der anderen Seite passiert vermutlich jetzt gleich das Gleiche. Manticores landen in den Armen Mounted Yeoman Archers und fressen ein paar von ihnen auf. Der Pfeil ging leider in einen Verbündeten rein. Und die Armee bewegt sich irgendwie immer noch nicht. Flieht jetzt allerdings schon, das heißt, der Bretonenspieler hat versagt, hier seine Fernkämpfer wegzuziehen, hier seine Fernkämpfer wegzuziehen. Schöner Feuerregen. Hat auch gar nicht so schlecht Schaden gemacht auf diesen Gralsrittern. Lord ist tot, den hat er irgendwie als Kamikaze-Versuch hier reingeschickt. Und der Rest der Armee flieht und, ja, irgendwie ist das jetzt GG, oder? Die ganzen Einheiten werden verjagt. Da wird er sicherlich nicht weg ablassen mit seinen Chaos Feral Manticores. Lord ist weg. Gralsritter sind fast tot. Die sollten nicht im Nahkampf gelassen werden mit Archaon the Everchosen. Der hat zu viel Panzerung. Im normalen Kampf kommen die Gralsritter dadurch diese Panzerung so gut wie gar nicht durch. Warum? Weil sie haben gerade. Na gut. 23 Schaden machen sie gegen ihn. Das ist halt nicht so beeindruckend. Und Archaon macht dafür. Naja, mit seinem Feuerschwert richtig viel. Ja. Und schon wieder fliegen ein paar weg. Und der Rest der Armee, ja, wird gerade langsam, aber sicher überall niedergemacht. Und naja, taktisch und strategisch passiert jetzt nicht viel. Manticores sind jetzt irgendwie hier vergessen worden. Die ganze Kavallerie ist auch vergessen worden. Hunde kommen nicht, die gehen irgendwo anders hin. Lord ist fast tot, sollte eigentlich niedergemacht werden jetzt zum Abschluss. Und ja, sieht so aus, als haben die Gralsritter auch nichts gemacht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Bretonenspieler AFK ist. Was die Menge der Befehle angeht, die er hier vergibt. Tut eigentlich relativ wenig. Die Einheiten haben sich auch die ganze Zeit noch gar nicht bewegt. Der Lord bewegt sich auch nicht.
Hat er wenigstens seine Potion verwendet? Ja, das sieht schon so aus, oder? Mal gucken. Ja, nicht mal die Potion. Er hat gar keine Potion dabei. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, das ist ein sehr neuer Spieler, der nicht so recht weiß, was er hier mit dieser Armee, die er mitgenommen hat, anfangen soll. Die ist auf jeden Fall nicht automatisch generiert. Bam, fress sie auf. Und ich würde sagen, das ist jetzt GG. Na, GG, hier wird gerade der Lord von seinem Greifen geholt. Bam, da fliegt er. Autsch. Und ja, das war's. Beschleunigen wir das Ganze mal, denn ich glaube, was sollte hier noch passieren? Gut, hier sind die Hellebardiere. Die können den Manticores auf jeden Fall gefährlich werden. Die Mounted Yeoman Archers nicht. Die Gralsritter sind eine Einheit, die Manticores nicht so leicht kaputt machen können. Allerdings sind das jetzt einfach nicht mehr genug, um der ganzen Chaos-Armee, der ganzen fliegenden Chaos-Armee noch gefährlich zu werden. Und da kommt auch schon der nächste. Und die Grazritter sind zwar lebende Helden, Living Saints, aber auch die werden vermutlich jetzt bald die Beine in die Hand nehmen und aus ihrer Unsterblichkeit und ein bisschen länger ihre Unsterblichkeit genießen wollen, weil sie ja vom Heiligen Gral getrunken haben. Ja, und hier passiert mal wieder das Übliche irgendwie. Der Betonspieler macht gar nichts. Keine Einheit wird bewegt. Nichts passiert. Bisschen merkwürdig. Ich spule mal vor, die ganze Armee flüchtet und das war das Ende. Und Rektor hat hier absolut problemlos den Sieg davongetragen. Gut, das war jetzt schon ziemlich cheesy, das Ganze. Armeekompositionsmäßig nicht unbedingt abwechslungsreich. Spannungsmäßig hat man recht schnell gesehen, dass Albertino keine Ahnung hat, was er mit seiner Armee anfangen soll. Besondere Leistungen habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen. Gut, Archaon hat den Feuerball runtergebracht auf die Gralsritter, das war ganz nett. Ansonsten war Micromanagement-mäßig auch nicht so viel los. Jeden Chaos Manticore auf einen Mounted Yeoman Archer schicken, das war es dann auch. Strategiemäßig ging es natürlich auch so. Insofern, auf jeden Fall, mein ganz interessantes Spiel ist anders gelaufen als die meisten Warhammer Total War Spiele, die ich hier auf dem Channel sonst zeige. War jetzt nicht unbedingt ja, strategisch das Beeindruckendste. Und ja, nachdem ich alle diese diversen Faktoren, die ich gerade vorhin aufgezählt habe, bewertet habe, gebe ich diese Runde, diesem Spiel, diesem Replay insgesamt 19 von 50 möglichen Gobbos. Danke fürs Einsenden. Vielleicht kommt ja noch mal ein bisschen Cheese, mal sehen. Muss ja nicht schlecht sein. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.